Ja, wenn ich noch eins dazu sagen darf, also was ich eigentlich gut finde, ist, dass wir eigentlich, ja, FDP und SPD vielleicht ausgenommen, also komischerweise eine gewisse Grundbasis darin haben, dass wir sagen, es ist nur ein Element von der ganzen Sache. Also, Herr Siegel hat gesagt, das ist für mich so wesentlich, deswegen hat er ja auch das Griechenland-Paket platzen lassen. Die anderen haben gesagt, es ist ein Element von vielen Elementen, selbst also Attac hat das gesagt. Und das ist richtig, das ist gut und das ist richtig und das trägt auch dazu bei, dass wir diese Steuern nicht überbewerten, sowohl im Schlechten als auch im Guten. Wobei ich glaube, soweit haben wir schon, also habe ich das Gefühl gehabt, mehr oder weniger Einigkeit gehabt, muss ja nicht jedem in dem, aber dass wir gesagt haben, es ist nicht alles und es ist auch kein Wundermittel und so, bei uns war es bei allen einigermaßen gegenwärtig. Deswegen würde ich auch ganz gerne Herrn Horn nochmal fragen, dieses Argument, was von den Skeptikern kommt, dass man nicht beides haben kann. Man kann nicht das große Volumen haben und damit die Welt verbessern und auf der anderen Seite die Lenkungsfunktion, also die Reduktion der Spekulation. Was wäre denn Ihrer Meinung, was kann man mit beides erreichen oder muss man sich für eine Seite dann entscheiden? Wenn man Spekulation reduzieren will, hat man natürlich auch weniger Volumen. Ja, die Argumente kommen mir erstmal so bekannt vor. Wir hatten sie alle schon bei der Einführung der Ökoabgabe. Genau die gleiche Argumentation, Sie werden sich vielleicht erinnern. Da wurde gesagt, einerseits basiert die Recht auf dem Volumen, was dort erhoben wird, auf der anderen Seite, wenn es eine Lenkung soll, dann kommt das Volumen nicht zustande. Das ist natürlich richtig. Und die Wahrheit liegt da ganz einfach in dem Trade-off, der ist, man wirklich das maximale Volumen bekommt, indem man einfach sagt, auf die bestehenden Transaktionen wird ein bestimmter Prozentsatz erhoben und dann kommt das rein. Das wäre eine Nullreaktion der Handelnden unterstellt, das wird nicht eintreten, sondern sie werden reagieren. Es werden manche Transaktionen unterbleiben. Und das schafft dann natürlich weniger Volumen. Aber es wird irgendwo in der Mitte sein, nicht bei Null. Ja, das ist die übliche ökonomische Reaktion auf eine Steuer. Die wird auch bei einer Frage der Finanzmärkte nicht anders sein. Und dann komme ich wieder zur Grundsatzfrage zurück, ist das jetzt gut oder schlecht? Und da möchte ich das Beispiel von Herrn Kasler ganz bewusst aufgreifen. Nehmen wir mal an, es geht um den Ölbau. Es wird eine neue Ölquelle. Und diese Information verbreitet sich in Windeseile auf den Märkten und es finden entsprechende Transaktionen statt, die auch besteuert werden. Derjenige, der an fundamentalen Dingen interessiert ist, ein langfristiger Investor ist, wird genau diese eine Transaktion machen und dann ist Ruhe. Der Spekulant wird viele Transaktionen nachschieben, um die daraus entstehenden Unsicherheiten und so weiter auszunutzen, wird öfters am Markt tätig werden, wird also dann auch entsprechend öfters Steuern zahlen. Und so unterscheidet nicht ich, sondern der Markt darüber, wer der Spekulant ist und wer der Fundamentalinvestor. Der Fundamentalinvestor zahlt noch einmal eine Steuer, der Spekulant so oft, wie er tätig wird. Das ist genau die Wirkung der Finanzmarkttransaktionssteuer. Gut. Und dann ihr zweites Beispiel. Dass der Mittelstand Kreditausfallversicherung hat. Ja, schön und gut, aber ich habe nichts gegen den Landwirt, der sich den Preisen, seine Preise versichern will, weil ich genau weiß, wo er sein Korn dann loswerden will, zu welchem Preis. Ich habe auch da nichts gegen den Müller, der das gerade von der Gegenseite macht. Aber ich habe etwas dagegen, dass Leute an dem Markt tätig werden, die gar nichts mit beiden zu tun haben. Sogenannte Leerverkäufer. Die haben die Spekulation angeheizt. Und um die geht es hier bei diesen ganzen Maßnahmen. Und gegen die müssen wir vorgehen. Also, wenn solange die Fundamentalien alle da sind, solange ein Interesse an dem auf Norddeutsch Anleihen da ist, ist dagegen nichts zu sagen. Aber wenn das Anleihen überhaupt keine Rolle mehr spielt, sondern nur die Spekulation auf erwartete Preissteigerung oder Verfall, dann wird es kritisch. Und genau das ist das, was in den letzten Jahren passiert ist. Diese Ölinformation so schnell geht, reicht das nicht, wenn man das am besten nachweist? Wir reden ja hier auch nicht über die Frage, ob man es am nächsten Tag weiß oder nicht, sondern Sie können sich ja ausrechnen, wie stark die Finanztransaktionssteuer für jemanden wirkt, der sagen wir 10-mal im Jahr sein Portfolio umschichtet. Dann haben wir schon Belastungen in nennenswerter Höhe. Also die Frage, ob das in Sekunden geschehen muss oder in Minuten oder in Tagen, ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass eben bei all diesen kurzfristigen Anlagestrategien die Finanztransaktionssteuer, sofern sie wirklich nicht nur eine Bagatelle ist, dann eben sozusagen durch die Kumulation eine Wirkung erzeugt. Aber nochmal zu dem Beispiel von Herrn Horn. Also
ist immer das Problem, wenn man nur so eine Diskussion anhand von so Trivialbeispielen führt. Die Märkte sind ja etwas komplizierter. Die meisten Informationen, mit denen wir es zu tun haben, sind ja zweideutig. Ja, also mein Beispiel war natürlich eine völlig eindeutige Information, aber Sie können sich ja beispielsweise einmal die Frage überlegen, es gibt Leute, die beobachten Wetterentwicklungen im Golf von Mexiko und versuchen daraus sozusagen abzuleiten, was passiert mit dem Ölpreis. Ja, je nachdem, ob ich einen Hurricane dort habe oder nicht, steigt oder fällt der Ölpreis. So, das sind viele Leute, viele unterschiedliche Spieler und eine Finanztransaktionssteuer führt halt dazu, dass diese Art von Info, da wird Information produziert. Ja, da sitzen ja Leute, zum Beispiel Meteorologen, die eben von Investmentbankern angestellt werden, damit sie solche Daten auswerten. Diese Art der Informationsverarbeitung, die wird bestraft. Ja, ist auch gut so, die braucht kein Mensch. Okay, Sie sagen ganz genau, also das ist genau. Ja, genau, das ist der Punkt. Das ist der Punkt, den Sie so denken. Also auch noch etwas sagen. Ja, das kann man der Punkt noch auch verstehen. Ja, lassen Sie sich das wenn wir das Problem umfangen zu lassen, aber das gerne erstmal auf den Meinung. Erstmal bitte erstmal auf den Problem machen, ein bisschen die Gelegenheit geben zu antworten. So, Nils, bitte, wenn Sie noch was sagen möchten dazu, dann. Nein, es ist nicht, die Frage ist ja nur sozusagen, wer trägt die Kosten von falschen Preissignalen. Ja? Und ich sage Ihnen mal, um wieder ein Gegenbeispiel zu nehmen, wenn Sie Landwirt sind, wenn Sie heute Ihre Ernte verkaufen, ja, und morgen stellt sich heraus, dass Sie eigentlich heute schon eine Information über die Wetterbedingungen hätten berücksichtigen können und Sie deswegen 30% weniger verdienen, dann werden Sie nicht sagen, ist doch egal, ob die Information in einem Tag oder in einem Jahr im Kurs enthalten ist. So funktioniert das aber gar nicht. So funktioniert das doch gar nicht, wie Sie erzählen. Herr Bundesrat, Sie haben ja eine Frage. Herr Professor, ich erkläre Ihnen das hier bitte. Ich hätte gerne eine Frage an Herrn Trost, Herrn Schick. Wir sind ja in einer Phase gerade, wo mutmaßlich Spekulation eine verstärkende Rolle spielt, eine nicht gerade wünschenswerte Spekulation eine verstärkende Rolle spielt, was den Euro angeht. Können Sie vielleicht mal kurz einfach ad hoc durchspielen, was würde die Finanzmarkttransaktionssteuer daran ändern? Hätte das diesen Druck, der jetzt da durch Spekulation entstanden ist, ich sage jetzt einfach mal, da ist auch Spekulation mit drin, noch Leute, die daran glauben, dass das effiziente Märkte sind, aber wenn das da drin ist, würde das durch eine Finanzmarkttransaktionssteuer in irgendeiner Form gebremst? Also, wenn es sehr große Unsicherheiten gibt und sehr große Änderungen von Fundamentaldaten, dann ist es ganz klar, dass ein Steuersatz von 0,01% viele Transaktionen überhaupt nicht beeinflusst. Wenn meine Renditemöglichkeit deutlich über die 0,01% ist, dann wird es nicht massiv die Kalkulation verändern. Anders ist es dort, wo es wirklich um minimale Preisunterschiede geht. Deswegen glaube ich, dass wir jetzt bei solchen Spekulationsfragen wie in Griechenland nicht einen sehr großen dämpfenden Effekt durch diese Steuer halten. Das müssen wir durch anderes erreichen. Was wir aber hätten ist, dass wir ein gewisses Finanzvolumen nach unserer Vorstellung im europäischen Haushalt hätten, mit dem wir auch eine Stabilisierungswirkung auf der anderen Seite erreichen können. Und deswegen bin ich da ganz realistisch. Also ich würde niemandem versprechen, dass die Griechenland-Krise so nicht stattgefunden hätte mit einer Finanzumsatzsteuer. Das habe ich noch nie gedacht. Das sollte man nicht behaupten, weil das es nicht tut. Es führt aber dazu, dass diejenigen, die besonders stark da aktiv sind, zumindest einen Beitrag zur Lösung dieser oder anderer gesellschaftlicher Probleme haben, weil sie Aufkommen generieren. Es ist genauso wie Leute, die gerne rauchen, durch einen gewissen Steuersatz nicht unbedingt abgehalten werden.